Das bin ich und in diesem Video habe ich mir die Herausforderung gestellt, die größte Pizza Deutschlands zu essen. Sie ist 1 Meter lang und ich habe 30 Minuten Zeit, sie zu bezwingen. Das ist ein Riesenteil. Wenn ich es schaffe, diese Pizza innerhalb von 30 Minuten zu essen, bekomme ich 1000 Euro vom Ladenbesitzer. Bezahlt habe ich 108 Euro. Achso, bevor wir das gemacht haben, bin ich noch zum Waxing gefahren. Aber dazu später mehr. Viel Spaß beim Vlog. Digga, warum sind die beiden? Hallo, ich meine Vlog. Sunkist, wuhu. Sunkist. Ja, wirklich Sunkist. Hässlich, Bro. Digga, ich hab so Angst vorm Waxen, wirklich. Auf einer Skala von 1 bis 9, wie aufgeregt bist du? 3. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es geil ist. Geil? Ja, geil. Also so richtig so geil. Und dann ging's ab zum Studio. Oh, backen. Ja, du musst meine Hand halten dabei. Okay, schade. Dann haben wir wirklich jedes einzelne Studio in ganz Köln abgegrast, um irgendwie was zu finden. Aber jeder hat gedacht, wir drehen im Porno. 3, 1. Ja, okay, vielleicht war der Anfang des Videos ein bisschen gelogen. Und ja, das hinter mir ist feister. Aber glaubt mir, wir haben die anderen wenigstens noch geprankt, dass wir uns den Arsch gewaxt haben. Denkt ihr, das ist alles weg? Ja, klar. Jetzt zeig uns dein Arsch doch, Junge. Da ist ja gar nichts passiert, Junge! Warum machst du das dann? Ach, Digga, Scheiße. Der Tag ist angebrochen. Raus aus den Federn. Weißt du, was heute ist? Mein Geburtstag? Nein. 1 Meter werden sich reingeorgelt. Oh, nee. Damit unser Magen das irgendwie aushält, haben wir uns noch ein bisschen was bei Maggis reingefüllt. Ich hatte Curly Fries und eine Cola Zero. Was hattest du? Depression. Oh. 1 Meter. Würde ich ja viel zu groß, Junge, ne? Ja, das schaffe ich. Das Ganze funktioniert so: Wir haben hier 1 Meter Pizza. Es gibt Preisstufen, die stehen dann drin. Da kannst du dann für 60 Euro, für 70, 80, 90, 100, 200 Euro was kaufen. Und je mehr Geld du bezahlst, desto mehr kriegst du auch, wenn du es schaffst, innerhalb von einer halben Stunde die 1 Meter zu essen. Ich sage, ich schaff's. Ein paar Sekunden später. Erzähl mal, wie ist jetzt der Plan? Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, es gibt nur noch einen Teig für 1 Meter. Das heißt, wir müssen da jetzt gerade. Die kostet 108 Euro, ich bekomme 1000 Euro, wenn ich es schaffe. Wir können aber nur noch eine machen. Darf ich alles nehmen? Dann nehme ich einfach Mais. Das ist jetzt meine Pizza. Ich habe so Angst. Ich sehe nicht so aus, aber ich kann sehr viel essen. Ich bin kein Bettesser, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann sehr viel essen. Das ist ein Riesenteil. Ich habe so Angst. Ich hab so Angst, Digga. Quanto vortem biscante. Wenn ich fertig sein sollte und kotzen müsste, wäre das dann verloren? 30 Minuten lang Mund leer und danach darf ich kotzen. Richtig. Was meinst du, was schätze, wie viele Maiskörner sind da drauf? 361. Und da ist das Seil und spätestens jetzt in diesem Moment habe ich es echt bereut. Ich hab Angst, aber ich hab Hunger. Guck, film mal close-up. Das ist lecker. Das ist safe eine richtig leckere Pizza. Krassi hat gesagt, da sind 361 Maiskörner drauf. Ach, das sind 4000 Maiskörner. Übrigens muss wir dauernd den Stream neu starten und von draußen filmen, weil das Internet so schlecht ist. Danke, Scholz. Ready? 3, ja. Bevor es losgeht, folgt mir auf Instagram, da gibt es Storys und Bilder, Mann. 1, go. Alles klar. Viel Glück. An diesem Punkt war es so, mein Ego hat gesagt, Alter, du schaffst das, du schaffst das. Erstmal ein bisschen schneller. So ist übrigens die Wette. Schafft es, Digga. Ja, safe. Es klingt jetzt schon hoch. Nein, es klingt jetzt schon. Die Pizza schmeckt gut und es kam auch irgendwie ganz gut runter. Legt die in der Mitte und beißt dann von vorne rein. Genau. Und dann ging es irgendwann los, wo ich mir dachte. Ja, das ist so ein Zeitding, ne? Mein Kiefer tut weh. Digga, okay, jetzt ist Kohl los. Boah. Die neue Taktik war es dann, die Pizza zu falten. Von Bissen zu Bissen und von Sekunde zu Sekunde habe ich mir gedacht, Junge, du musst dich echt zusammenreißen, weil es wurde immer voller in meinem Magen. Ess einfach wie ein Schwein, Digga. Digga, 1000 Euro, hallo. Mein Kopf hat mir einfach nur gesagt, Junge, 1000 Euro, weißt du, was du dir davon holen kannst? Du hast noch 24 Minuten, das ist gut, das ist solid, du hast 6 Minuten geschafft, das ist okay. Ah, du schaffst das, Bro. Schafft er das? Ja. Und ab da ging der Kampf richtig los. Von der Zeit sah es richtig gut aus und meine Motivation war immer noch da. Ich habe echt gekämpft und mein Magen hat langsam richtig geschmerzt. Aber nicht nur mein Magen, sondern auch mein Kiefer vor allem. Alles tut weh. Alles. Hälfte der Zeit ist gleich um. Zwar war ich jetzt noch gut in der Zeit, aber ich musste jetzt an eine neue Taktik ran. Ich habe die Pizza gerollt. Ich habe auch die ganze Zeit mit meinem Körper hoch und runter gewackelt, damit das Essen irgendwie runterrutscht. Da war halt einfach kein Platz. Ich bin 1,80 Meter. Wie soll da 1 Meter Pizza in mich rein? Zitterst du? Der rollt gleich. Max, ich kotze aus. Echt so schlimm? Ja. Boah, Digga. Zeig mal. Und hier war wirklich der Tiefpunkt erreicht. Digga, seine Stirn schwitzt. Ich mach das wirklich gerade am Ende. Ich bin ein geisteskrank guter Esser, aber der Käse hat mich aus der Bahn geworfen. Das ist für mein Ego gerade ganz schlimm. Mein Ego fühlt sich gekränkt. Der Käse, der ballert so krank. Mann, die Pizza ist super lecker, aber ich muss vom Käse kotzen. Ich war gut in der Zeit, aber ich kotze, wenn ich weitermache. Käse, Wettessen ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Zeit ist um, Freunde, wir haben es verkackt. Ja. Boah, es war richtig geil. Mir hat's richtig Bock gemacht. Ich schwöre euch, Leute, wenn ich da jetzt hochgehe, nachdem ich die ganze Pizza mich reingeorgelt habe, dann ist vorbei. Der ganze Inhalt wird hier landen, wenn ich da drauf gehe. Tian TV hier.
Wir essen jetzt einen Apfel, einen kandierten Apfel. Ciao. Das war lecker. Jetzt ein bisschen Knopf drücken. Dann müssen wir das durchschneiden, dann kriegen wir das, wenn es runterfällt. Jetzt erstmal abgezockt werden, ne? Wie sieht's denn dann eigentlich aus? Alke, Alke, Alke. Wehe, das schneidet jetzt nicht richtig durch. Das fässt dann nur den Faden an oder sowas. Oh, yes. Nein. Der nächste Versuch wird. Oh, das sieht so süß aus, ich will das haben. Ja, gross. Die sind spielrichtig, die Tau. Wie viel haben wir Chance gegeben? 8 Euro? 11. Oh, Mann. Ihr seid spielsüchtig, Jungs. Go. Jetzt brauche ich einen Sub von euch. Wenn ihr das jetzt seht, jetzt im Stream subben. Jetzt. Jetzt gerade, wo du das hier siehst, läuft übrigens die größte Minecraft Speedrun Challenge jemals auf meinem Kanal. Deswegen check's ab und wir sehen uns im Chat. Zeig mal deine Bitte.